So Leute, ich sehe jetzt, das ist Winter. Es hat geschnitten, ungefähr 20 cm. Ist ein bisschen zusammengesackt, weil es ein bisschen warm war. Aber jetzt sind optimale Bedingungen zum Fahren. Allrad ist jetzt schon mal drin. Dann kann ich Ihnen gerade sagen, was passiert, wenn man raus tut. Beziehungsweise vielleicht brauchen wir sogar die Sperre dann. So, dann würde ich sagen, starten wir einfach einmal. Und beim Sassi, wir fahren wir natürlich erst einmal im zweiten Gang. Danke. Nochmal schwimmen. Jetzt ist sehen wir, wie wendig das der Vierhefer ist. Das ist der Wahnsinn, ohne Scheiß. Da geht's runter, da kann man runterrutschen. Man muss aufpassen. So, jetzt haben wir vor uns Ein Dünn! Da müssen wir langsam durchfahren. So, da hinten, da sieht man Pflanzung von Obstbäumen. Die wollen wir natürlich nicht zusammenfahren. Ja, mein Onkel pflanzt. Gibt hoffentlich gute Äpfel. Nein, da fahren wir jetzt nicht durch. Wir fahren wir jetzt da durch. Wieder da hin. Seht ihr es, wir schwimmen schon. Da vorne muss man aufpassen, weil wenn man da auf die Fahrt, wo es flacher ausschaut, da rutscht man an. Da muss man also da vorne mal steil ausschauen. Hilft nichts. Ach so, scheiße, und da ist irgendwo ein Brunnen. Wir fahren mal jetzt da auf. Wir schalten einfach die Sperre ein. Die Sperre ist drin. Ein bisschen mehr Gas. Und wir fahren da raus, ich weiß nichts. Sperre können wir natürlich auch wieder unter der Fahrt ausschalten, ist auch ohne Muck. So. Also jetzt sind wir aufgewärmt, würde ich sagen. Drehen wir uns einmal schnell um. So,
Da bergab fahren wir natürlich langsam. Sperre bringen jetzt da nicht so viel, weil am Allrad bremst. So, und jetzt kommt der Fun-Teil. Was ist da los? Die ist doch draußen, ja? Jetzt kommt der Fun-Teil. Wir tun jetzt ein Allrad raus. Und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Seht ihr das? Gar nichts läuft. Ohne Allrad. Läuft da gar nichts. Allrad rein. Achtung. Und wir fahren. Das machen wir auch mit Allrad schauen können. Das zeige ich euch jetzt. Seht ihr das? Ja, trotzdem Grip bei der Nasche. Aber dritter Gang ist einfach zu schnell. Wollen wir langsam fahren. Schau mal, was uns da passiert. Schaut ihr? Ja? Kann man da auch viel fahren? Nicht. Ja. Ja, das haben wir schon gedacht. Das Problem da oben, da sind wir auch gefahren, beim 350er Special damals. Und die Bäume, die sind nicht geschnitten worden. Und ich will mir natürlich nicht die ganze Seite verkratzen. Das rentiert sich ja nicht. Ne? So, fahren wir wieder da wie zu den Obstbäumen. Wir werden es einmal reizen zum Driften. Aber das mag nicht sein. Das ist so was Spinnens. So, die mag ist da zu vernünftig dafür. Zumindest der da. Wobei, probieren kann man es natürlich schon. Weißt du was, das probieren wir jetzt einfach. Man kann mich noch nicht mal treffen. Das müssen wir jetzt fast nachschauen. Natürlich hat jetzt der Motor eine Extrembelastung gemacht. Da lassen wir noch eine Zeit lang rennen und macht ihn nicht einfach aus. Schnell. Nächste Sache. Opa. Der Unimog kann driften. Nein, dritter. Mit 34 PS kann man driften. Ich meine, die Wiese da, die wird mulcht. Auf einer anderen darf ich das nicht machen, das ist klar. Außerdem ist das unser nicht. Gut fei, gut fei. Ist ja nicht schön, weil er da steht. Ja, das sind die Obstbäume, die dürfen nicht zusammenfahren. Ja, das ist schon klar, ich hab's schon gesehen. Ja, du hast nicht betrunken, aha, okay. Na ja. Ja, gut.
Ja, einmal noch. Wir fahren jetzt da auf. Halt aus. Sperre ist drin. Bisschen mehr Gas. Und umsammeln. Passt alles. Alter, schau dir das an! Wir sind ja da raufgekommen. Schaut aus wie ein Silvester. Der Auspuff von ein paar Löcher, das sieht man jetzt da dann. Da könnt ihr jetzt messen, wo die Löcher sind. Ich habe nämlich geschwossen. Alter. Da hat er gekämpft. Wenn man sich vorstellen, was so ein Fahrzeug alles schaffen kann. Ich meine, mit seinen 34 PS, das ist einfach ein Fahrzeug zum Kämpfen. Also halt im Wald drin zum Arbeiten, nicht richtig, Vollgas. Ja, so, und hat es Ihnen gefallen? Ich glaube schon. Deswegen lass doch ein bisschen gleich ab und da, dass es in Zukunft nichts mehr vorbei ist. Das könnt ihr da und dann kommt noch ein anderes Video, das könnt ihr auch anschauen. Ich wünsche euch noch viel Spaß und Servus, bis zum nächsten Mal.